Und unsere Gäste hier auf dem Podium sind zum einen Jörg Bollmann. Er ist Journalist und hat eine ganze Menge Berufserfahrung schon hinter sich, kommt aus dem Print, dann hat er Radio gemacht und ist heute Direktor des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik. Herzlich willkommen. Bei uns ist Peter Frey, der Chefredakteur des ZDF seit 2010 und knapp 40 Jahre, wenn ich richtig gezählt habe, mittlerweile schon als Journalist tätig. Also mit einer ganzen Menge auch an Perspektive hier bei dieser wichtigen Frage. Bei uns ist auch Wolfgang Kreisig. Ich fange mit dem Sportlichen an. 1996 und 2000 deutscher Meister und Teilnehmer bei Olympia im Hochsprung und mit Messlatten und sozusagen auch mit diesen wichtigen Themen in Sachen Medienpolitik kennt er sich auch aus. Er ist Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Klaus Grevedich ist bei uns, Jurist von Hause aus und als stellvertretender Vorsitzender von VNet zuständig für die privaten Medien und gibt sicherlich auch gleich uns ein paar spannende Einblicke. Und was mich auch sehr freut, dass Julia Reuss bei uns ist. Sie war lange Büroleiterin als Dorothee Bär und das ist sie ja jetzt auch noch, Staatsministerin für Digitalisierung und jetzt gerade aktuell seit einigen Monaten bei Facebook als Director Public Policy Central Europe. Ihnen allen herzlich willkommen. Sowohl die privaten Medien als natürlich auch die öffentlich-rechtlichen nutzen die sozialen Plattformen, ob das Facebook ist, ob das Twitter ist, ob das YouTube ist. Inwieweit beobachten Sie da vielleicht auch, ja, ich sag mal, auch eine Schwierigkeit, was das Thema Algorithmen angeht? Die Auffindbarkeit ist ja ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff an dieser Stelle. Zunächst müssen wir mal anerkennen, dass die neuen Plattformen in der Tat ein Schlüssel sind zu Zielgruppen, die für das Öffentlich-Rechtliche, für ARD und ZDF in den letzten Jahrzehnten immer schwieriger zu erreichen waren, vor allem was die Informationen angeht, was die Nachrichten angeht und so weiter. Wir sehen in der Tat seit 5, 6 Jahren, dass wir unsere Präsenz bei Facebook, bei YouTube, auf Instagram besonders deutlich in den letzten Jahren, auf Twitter und anderen Plattformen nutzen können, um gerade die Zielgruppen, die Jungen, aber auch andere Gruppen, die bisher am Rand gestanden haben, zu erreichen mit unseren hochwertigen Informationen. Insofern bietet sich hier ein neues Instrument, um eine breiter gewordene Öffentlichkeit zu erreichen, eine Öffentlichkeit, die anders kommuniziert und die ihre Informationen anders sucht. Ich will auch in Richtung von Frau Dr. Reuss sagen, natürlich haben die Plattformen auch für die Gesellschaft an sich eine positive Funktion, weil sie erstmals Möglichkeiten bieten, sich bürgergesellschaftlich zu verbinden und zu kommunizieren. Und da müssen wir nicht nur auf die Arabellen gucken, da gibt es viele Initiativen auch in unserem Land. Jetzt kommt aber das große Aber. Das große Aber ist das Stichwort Verantwortung, das Sie zu Recht genannt haben, Herr Bollmann. Und ich bezweifle, dass die Plattformideologie uns hier weiterführt. Das sind nicht nur Plattformen, wo sozusagen publiziert werden kann, was jeder publizieren will. Und der Veranstalter trägt keine Verantwortung dafür. Wir müssen ein Verantwortungsprinzip hier etablieren. Und ehrlich gesagt, aus unserer Perspektive, darf es auch nicht sein, dass unsere nach klaren journalistischen Maßstäben erarbeiteten Inhalte neben Dingen stehen, für die das in keiner Weise gilt, sondern die entweder ideologisch sind, die spalterisch sind, die zum Teil menschenverachtende Inhalte verbreiten oder auch von Medien kommen aus dem Ausland, die diese Ziele haben. Dass das so nebeneinander steht, häufig genug, unkuratiert, dass der Zuschauer gar nicht unterscheiden kann, was die Quelle ist, das ist ein großes Problem. Und das kann ich nur sagen, müssen Sie oder besser noch muss die Politik in den Griff bekommen, weil es ja so scheint, dass die Plattformen an dieser Stelle sozusagen ziemlich schmerzunempfindlich sind. Was ich immer höre in diesen Diskussionen ist, dass am Ende die Amerikaner es nicht wollen und dass irgendeine Zentrale im Silicon Valley entscheidet, die smarten Herren in den T-Shirts, ja. Nehme ich Ihnen nicht mehr ab. Ja, also Plattformen, die in Europa eine solche Wirkung haben, müssen auch europäisch reguliert werden. Und wenn sie das nicht werden können, muss die Politik Wege dazu finden,
notfalls auch durch andere Organisationsformen. Bin ich vollkommen bei Ihnen und wir sind sehr darauf gespannt und freuen uns auch schon auf den DSA, weil ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Mittel, einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt zu schaffen mit einheitlichen Regelungen. Ganz klar. Nochmal zu den Inhalten. Facebook und Instagram haben definitiv und auch WhatsApp kein Interesse, dass irgendwelche spalterischen oder nett oder hetzerischen Inhalte drauf sind. Aber sie sind es de facto. Das müssen Sie doch aber anerkennen. Sie wissen doch jetzt schon, dass keiner unserer, also dass die wirklich, die 98% unserer Inhalte werden von Maschinen entdeckt, bevor es der User überhaupt sieht. Also es ist noch viel mehr Schmutz da draußen, so schlimm es ist. Es passiert auch schon sehr viel. Und ich glaube auch, dass die, oder das ist ja nachgewiesen, dass die sage ich mal, die schlimmsten Hetzer nicht mehr auf unseren Kanälen sind. Die haben sich ja andere Wege gesucht. Wir sprechen von Telegram und von vielen anderen Kanälen. Wir haben definitiv kein Interesse daran, weil wir Geld verdienen mit Werbung. Ein Kunde von Facebook oder Instagram, egal ob es Zalando oder Adidas oder wer auch immer es ist, ja, hat kein Interesse daran, neben einem hetzerischen Inhalt zu sein. Ich finde, was natürlich anbelangt, der gebildete User, der das auch erkennen muss, ja, bin ich total bei Ihnen. Ich bin auch ein großer Freund des Qualitätsjournalismus. Ich glaube, dass der aufgeklärte User auch hinterfragt, wo kommt es her, das beste Mittel ist und ihm die beste Resilienz auch bietet gegen Hass und Hetze. Wir haben zum Beispiel auch dieses Informed Search Tool entwickelt. Aber dann dürfen Sie mit Ihren Algorithmen nicht diejenigen belohnen, die genau das ins Netz spielen, was Sie jetzt selbst beklagen. Ich wollte gerade sagen, das Thema nochmal der Algorithmen aufrufen, weil das ist ja das, was ich gerade auch bei Herrn Frey rausgehört habe, nämlich die Frage, wie kann das sein, dass auch trotz allem, ich meine, da gibt es auch mittlerweile Regulierungen und Dinge werden aussortiert, aber die Algorithmen sind ja entscheidend. Das ist so die Blackbox und darüber gibt es ja jetzt gerade diese Diskussion, wie kann man noch stärker dahin gehen, dass man dort Transparenz schafft und schafft das Facebook selbst? Ist Facebook in der Lage, als Unternehmen aus der Macht, die es hat, die Verantwortung zu ziehen, auch in der Konsequenz, oder braucht es nicht eben doch, Sie haben ja gerade schon gesagt, Regulierung, das heißt, einen politischen Willen, einen gesellschaftlichen Willen, das zu verändern? Es gibt keinen Nachweis darüber, dass der Algorithmus als solches per se schlecht ist. Es ist ein Verstärker von allem. Es gibt aber auch ganz viele... von Negativen. Auch vom Positiven. Nur, dass das Positive bei Weitem natürlich häufig auch nicht so gerne gesehen wird. Aber es ist genauso da, verstehen Sie? Insofern bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, wenn es wieder nur darum geht, die Dinge kennen wir auch bei anderen journalistischen Plattformen, dass negative Inhalte nach vorne gezogen werden, um Klicks zu bekommen. Nein, das ist definitiv nicht das Interesse von unserer Plattform. Definitiv nicht. Ich würde gerne... Herr Bollmann hatte sich schon gemeldet, dem wollte ich als erstes gleich das Wort geben. Herr Bollmann, Sie hatten gerade schon einmal so gezuckt, als Herr Frey ausgeführt hat. Deswegen. Nein, gar nicht. Machen Sie ruhig, Herr Bollmann. Also ich finde die beiden Begriffe spannend. Also worüber reden wir, über Verantwortungsprinzip oder reden wir über Regulierung? Finde ich eine spannende Diskussion. Wenn wir nämlich über Verantwortungsprinzip reden, dann reden wir sehr stark über Selbstverantwortung. Dann reden wir auch sehr stark darüber, dass wir, wenn wir Medienanbieter sind oder Plattform sind, die sich möglicherweise jetzt in Richtung Medienanbieter mehr und mehr versteht, was ich sehr begrüßen würde, dann reden wir tatsächlich von Aufwand. Dann reden wir nämlich davon, von Aufwand, dass es uns selbst aufgetragen ist, in einer freien Welt, in einem freien Journalismus, selbst dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte ethische Grundlinien und Grundregeln, auf die wir uns vereinbaren müssen und immer wieder neu vereinbaren müssen, dass die eingehalten werden. Da bin ich ganz dabei, dass man das so organisieren kann. Und ich habe hohe Skepsis vor juristischen oder staatspolitischen Regulatorien. Da haben wir historische Beispiele, auch aktuelle Beispiele, dass das ganz, ganz furchtbar schiefgehen kann. Also Selbstverantwortung ist für mich ein sympathischer Begriff, nur dann muss man es auch machen. Also wir sitzen ja alle im Glashaus, weil wir alle natürlich auch die, das hat Herr Frey ja auch gesagt, wir sind alle auf den Plattformen, also haben wir auch alle wirklich ein Interesse daran, dass das in Selbstverantwortung ethische Prinzipien und ethische Grundlagen eingehalten wird, aber wir sind natürlich auch misstrauisch und wir sind aufgrund der aktuellen Ereignisse erst recht misstrauisch und wir sind vor allen Dingen auch misstrauisch gegenüber dem, was sich da an Macht zusammengeballt hat.
Also das ist ja also sozusagen die Meinungs- und die Wirtschaftsmacht, die Facebook, die Google erreicht haben, da kann man ja applaudieren. Aber man kann auch Angst vorhaben, also sagen wir Respekt davor haben. Und dann haben sie natürlich noch umso mehr Verantwortung, wenn sie schon diese Macht haben. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich weiß, ich bin schon lange dran, aber einen Satz noch. Ich erinnere mich in den letzten Jahren an den Versuch von der Bild-Zeitung, die jetzt Bild-TV haben, mit Springer zusammenzugehen. Ich glaube, das ist zweimal oder dreimal gescheitert. Ich meine zweimal, glaube ich. Bitte? Sat.1. Mit ProSieben Sat.1. ProSieben, genau. Was habe ich gesagt? Springer, sagten Sie. Springer, ProSieben Sat.1. Also das, ja. die beiden. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Das ist gescheitert daran, weil wir kartellrechtliche Bedenken hatten. Nämlich Bedenken davor, dass da eine zu große Macht entstehen würde. Wie steht denn das jetzt im Verhältnis zu dem, was wir an aktueller und faktischer Macht haben im internationalen Rahmen, Facebook und Google? Der internationale Rahmen, den Sie gerade ansprechen, ist sehr interessant. Ich würde Herrn Greve nicht gerne wieder mit ins Gespräch nehmen, denn das ist ja so ein bisschen auch das, was, wenn wir das aufgreifen, das Thema der Verantwortung auch des Marktes, blicken wir beispielsweise auf das duale Rundfunksystem, wo ja auch ganz klar auch es ein Check ja auch eine, ich sage jetzt mal, eine Breite gibt auch, die dadurch auch abgedeckt wird. Bei den Social-Media-Plattformen, bei den Unternehmen aus dem Silicon Valley haben wir eine so starke Zentrierung, die ja eigentlich danach ruft, dieses Oligopol ja vielleicht auch aufzudröseln. Ich meine, in Amerika ist das ja ein ganz großes Thema, auch jetzt gerade, wo ja auch Forderungen sind, Facebook zu zerschlagen in seiner Form. Also ich glaube, man muss die unterschiedlichen Ebenen tatsächlich unterscheiden. Wir waren vorhin bei der Frage, sozusagen, wer macht die Regeln und wie sehr können wir uns daran orientieren, reicht eine Selbstregulierung aus. Was ich dazu mit Blick auf die europäische Debatte sagen wollte, weil Sie ja auch den Digital Services Act, also das digitale Dienstegesetz, wo das gerade diskutiert wird, auch die Kernfrage der Verantwortung, leider noch etwas zögerlich momentan adressiert wird, im Fokus steht. Was jedenfalls nicht funktioniert, ist eine Kombination von letztlich die Verantwortung nicht haben, aber es gibt auch keine allgemeinen Regeln, sodass jeder sich selbst quasi die Hausregeln gibt und auch Medienangebote, die damit transportiert werden, damit quasi den Hausregeln der Plattformen unterliegen. Das wird nicht funktionieren und das wird auch nicht klappen in einem System, wo wir beispielsweise als privater Rundfunk ja reguliert sind und unsere Inhalte nach journalistischen Grundsätzen kuratieren und am Ende nicht genau wissen, sozusagen, wird das dann 1:1 eigentlich ausgeliefert oder nicht. Da sind wir dann wiederum mit den Öffentlich-Rechtlichen sehr gemeinsam unterwegs, wenn es im DSA darum geht, zu sagen, keine zweite Kontrolle durch die Plattformen zu ermöglichen. Das Thema Refinanzierung, Refinanzierungsfreiheit für private Medien natürlich im Kern. Und da sind wir uns ja sozusagen, was das Thema Geld verdienen und Wirtschaftlichkeit auch gar nicht so fern. Der Unterschied ist nur, dass inzwischen, und da komme ich zu Ihrem Punkt, tatsächlich die Werbemärkte, vor allen Dingen im Digitalen, sich so gestaltet haben, dass sie eben von bestimmten Oligopolen abhängig sind und wir noch keine ausreichenden Regelungen haben, da wieder einen freien Wettbewerb zu ermöglichen. Und deswegen brauchen wir auch da europäische Regeln, der das Thema Zugang zu Daten und das Thema Zugang zu Werbetechnologie in den Blick nimmt, mit Blick auf die Unternehmen, die ansonsten sozusagen den Zugang zu ihrem Wallet Garden, zu ihrem jeweiligen Markt so kontrollieren, dass die Inhalteanbieter da gar nicht drankommen. Also sprich, wenn unsere Inhalte da ausgespielt werden, ist es das eine. Aber ob wir dafür faire Bedingungen kriegen oder jedenfalls in ausreichendem Maße auch Daten, mit denen wir dann wieder arbeiten können, unter dem geltenden Datenschutzrecht, ist eine andere große Aufgabe. Und diese beiden großen Aufgaben liegen gerade in Europa. Sie liegen aber, und das ist der Medienpolitik in unserem Bereich leider sehr eigen, ja immer mehrere Jahre da. Also der Medienstaatsvertrag, den Herr Kreisig eben angesprochen hat, hat insgesamt 9 Jahre gedauert. Wir müssen einfach schneller werden in dem Bereich, weil ansonsten die Grundsäulen, auf denen ein Mediensystem auch in Deutschland und Europa funktioniert, erodieren und wir das aufhalten müssen. Herr Kreisig, alle gucken nach Europa. Herr Breton hat letzte Woche auch noch mal deutlich gemacht, dass da jetzt auch ja ein Stück weit auch Geschwindigkeit reinkommen muss in die Debatte. Guckt man vielleicht auch aus Amerika nach Europa, weil man es in Amerika bis jetzt nicht regelt, wobei ja auch die beiden Administrationen jetzt Schritte unternommen hat bei dem Thema der Regulierung der Plattform. Ja, sicherlich guckt man immer, was ein großer Markt wie Europa macht und wie er versucht, mit den Problemen, die man überall auf der Welt hat, dann umzugehen und umgehen möchte. Ich möchte aber noch mal einen Aspekt aufgreifen, der anklang, das ist die Selbstverantwortung. Also wir haben die Erfahrung oder auch die Untersuchung gehabt, dass wir nicht an Selbstverantwortung glauben tatsächlich. Also dass da sich alleine etwas entwickelt,
Da sind wir wenig optimistisch. Ich glaube, wir brauchen einen tatsächlich guten Rechtsrahmen. Herr Frey, da meine ich natürlich auch sinnvolle Regulierung. Ich verstehe Ihren Aspekt, also man darf nicht überregulieren, man darf nicht das Falsche regulieren. Da bin ich ganz bei Ihnen. Man muss, und das muss man sich immer noch mal vor Augen halten, wir sind hier in einem grundrechtssensiblen Bereich der Meinungsfreiheit, weil Plattformen mittlerweile dazu dienen, sich auszutauschen, Meinung zu bilden. Das können wir nicht ignorieren. Die Frage ist dann, wird dadurch allein schon Facebook zu einem Medienanbieter und trägt Verantwortung oder ist es das nicht und muss anders reguliert werden? Also ich glaube, das haben wir noch nicht zu Ende diskutiert. Ich würde jetzt erstmal sagen, noch sind Sie kein Medienunternehmen als solches wie ZDF oder RTL, sondern Sie haben eine Infrastruktur, die Meinungsbildung ermöglicht. Aber Sie müssen eben reguliert werden und da, glaube ich, ist es wichtig, nach Europa zu schauen, denn wir haben ja jetzt auch Situationen, wenn wir über die Meinungsfreiheit nachdenken, dass möglicherweise Dinge auch von der Plattform entfernt werden, die möglicherweise von der Meinungsfreiheit gedeckt werden und ähnliche Dinge. Also wir haben verschiedene Phänomene und da meinen wir schon, dass man intelligent regulieren kann, indem man einfach einen gesetzlichen Rahmen gibt, auch für AGBs, was dürfen die angesichts der Entwicklung dieser Plattform. Und in diesem Rahmen kann sich dann ein Netzwerk bewegen. Wir meinen aber auch, dass Koregulierung ein Stichwort ist, das sicherlich ein intelligenter Weg sein kann, dass wir sagen, wir haben Einrichtung der Selbstregulierung, die wiederum dann möglicherweise von staatsfernen und unabhängigen Medienaufsichtsbehörden gegenkontrolliert werden, die aber mit dem Unternehmen Rahmenbedingungen setzen, die genau diese Fragen, die hier aufgeworfen sind, auch formulieren, ansprechen und in den Rahmen setzen. Und das muss natürlich dann überprüfbar sein und auch sanktionierbar sein. Aber ich denke, da sind wir noch nicht am Ende von klugen Lösungen angelangt. Vielleicht geben Sie uns aber ein paar Stichworte. Wo können denn diese Rahmenbedingungen abgesteckt werden? Worauf muss es jetzt ankommen? Weil das ist ja so ein Stück weit auch eine sehr fluide Debatte. Wir sehen, das dauert auch immer eine Zeit, das ist ein Prozess und irgendwie hat sich schon die Welt weiterentwickelt und auch die sozialen Netzwerke, wenn wir dann die rechtlichen Mittel haben. Das ist ja auch immer ein Thema schon gewesen, der Rundfunkstaatsverträge, aber eben auch das Medienstaatsvertrag, wenn man jetzt aktuell guckt. Also geht das im Zweifel, und da würde ich dann auch gleich Frau Reuss noch mal gerne zu fragen, geht es nur, wenn man dort gemeinsam fast Wege geht, dass also sozusagen auch wirklich ein Stück weit auch Flöcke einschlägt, dass man nicht immer wieder überrollt wird? Ja, schwer zu sagen, was die zukünftige Entwicklung ist. Ich denke, was es derzeit schwierig macht, dass wir noch in einem gewissen Konflikt sind auf europäischer Ebene, ob man die Plattform rein wirtschaftlich betrachten möchte, eben auch oder unter medienpolitischen Gesichtspunkten. Und da sehen wir schon ein Missverhältnis und auch durchaus eine Streitkultur innerhalb der Kommission, welchen Weg will man gehen. Und wir sind der Auffassung, es muss Bereiche geben, die außerhalb der Wirtschaftsregulierung sind, die auch noch nationaler Regulierung unterliegt, nämlich genau die Medienregulierung im Bereich Meinungsfreiheit. Und sozusagen der grobe Rahmen, der kann durchaus durch Europa gesetzt werden. Also Sie haben recht, es dauert sehr lange, aber ich glaube, man muss diesen mühsamen Weg gehen. Wir sind hier an einer so kritischen Stelle der Regulierung und der Zukunft für viele Medien und für die Plattform. Wenn wir das nicht sorgfältig machen, glaube ich, machen wir einen Fehler. Und wir dürfen auch nicht sagen, jetzt müssen wir schnell agieren, wir müssen klug agieren. Und ich glaube, das nimmt leider seine Zeit, aber Sie sehen ja schon, wie viele Aspekte wir hier angesprochen haben und die müssen möglicherweise da einfließen. Und da sehen wir einfach einen ganz besonderen Blickwinkel auf die Medienregulierung, die kann nicht allein in Europa liegen und dort von einem europäischen Board mit Beauftragten aus jedem Nationalstaat gelöst werden. Ich glaube, das wird der Sache jedenfalls aus medienpolitischer Sicht nicht gerecht. Haben Sie da handelnde Akteure vor Augen? Darf ich die eine Frage stellen, wenn das so interessiert? Haben Sie da handelnde Akteure vor Augen, die da vorangehen können? Also das ist ja klar, ist ein Diskurs, aber sehen Sie da eine handelnde Institution und eine handelnde Akteure, die da vorausgehen können, die diesen Stein ins Rollen bringen können, den Sie, finde ich, sehr gut angesprochen haben? Der Stein ist ja im Rollen. Ja. Wir haben ganz bewusst uns im Vorfeld oder mitten in den Debatten um den DSA zusammengetan mit allen Medienunternehmen, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit dem privaten Rundfunk, mit den Zeitungsverlegern, weil wir, glaube ich, genau in eine Richtung denken bei diesen Fragestellungen und meinen, wir müssten gemeinsam geschlossen auftreten. Und am Ende ist es natürlich schon auch jetzt die Frage, wie bringen sich die Nationalstaaten ein, wie kann man sozusagen die Diskussion auch dann führen. Sie ist ja im vollen Gang, sie ist sehr komplex. Und wir sehen jetzt, Medienstaatsvertrag ist das Stichwort, da ist jetzt eine Satzung von uns, von der Kommission aufgegriffen worden, obwohl der Medienstaatsvertrag schon durchgegangen ist und notifiziert worden ist. Und jetzt macht man an der Satzung rum und sagt, na, so geht's nicht. Das ist meines Erachtens ein Foulspiel, so geht das nicht. Aber es zeigt, dass man auf europäischer Ebene einen anderen Ansatz hat. Und da, glaube ich, gilt es noch, da zu diskutieren. Und da hoffen wir natürlich auch, dass die politischen Player auf europäischer Ebene mit der Kommission gemeinsam genau diese Punkte herausarbeiten und nicht einfach einen Freifahrtschein geben. Frau Reuss,
An welcher Stelle muss Facebook dann vielleicht auch mehr tun, wenn man noch mal ein Stück weit an unser Thema ja auch denkt, was spaltet, was verbindet? Wo sind Sie, wenn Sie jetzt ganz viel gehört haben von dem, was hier gesagt worden ist auf dem Podium, als vielleicht ja dann auch als Medienunternehmen, das würde mich interessieren, wie Sie das beurteilen, ob Sie Medienunternehmen sind oder nicht. Aber wo ist jetzt Facebook gefragt? Also ich möchte mal ganz kurz was zu dem Kommentar von Herrn Bollmann sagen. Es geht um Verantwortung. Und vielleicht, um Ihnen das vielleicht zu kurz zu skizzieren, wie komplex auch unsere tägliche Arbeit ist, nehmen wir die Querdenkenbewegung. Das war einer meiner war wirklich eine mühsame Arbeit und da flossen sehr viele unterschiedliche Aspekte ein. In der Debatte muss Facebook gegen dieses Netzwerk auf unserer Plattform vorgehen. Die Antwort war ja, wir haben auf Facebook und auf Instagram ein gezieltes Querdenken-Netzwerk runtergenommen. Warum? Es war eine sehr, sehr kontroverse Debatte, die es mit vielen Stimmen, Meinungsfreiheit, sowas muss man aushalten, andere Meinung und so weiter. Nur, wo ich sage, wo wirklich die Gefahr beginnt, ist, wenn es ein gezieltes, wenn wir feststellen, und die Kompetenz hat Facebook und Instagram, dafür werden wir übrigens auch von den Behörden sehr geschätzt, wenn wir erkennen, dass es gezielte Angriffe sind, wenn es netzwerkähnliche Angriffe sind auf unseren Plattformen, die eben dazu führen, dass es auch in der Realität zur Gewaltentladung kommen kann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir handeln. Und es gibt aber keinen Rechtsrahmen dafür. Und es sind deshalb bei uns auch so schwierige Diskussionen innerhalb der Company. Ich habe sehr, sehr lange Diskussionen mit meinen Kollegen in den Vereinigten Staaten deshalb geführt, aber auch innerhalb von Europa. Müssen wir dagegen vorgehen? Und ich finde, ja, wir müssen. Und ich sage ganz offen... Was sagen Ihnen Ihre Kollegen aus Amerika? Die sind natürlich, weiß jeder, ist kein Geheimnis, in den Vereinigten Staaten hat man viel mehr, sagt man, das muss man aushalten, das ist Freedom of Speech, das ist Meinungsfreiheit, das muss man aushalten. Ich finde allein die Tatsache, dass die Querdenkenbewegung bei uns von 3 Verfassungsschutzbehörden beobachtet wird, ist schon mal ein Zeichen, dass da eine gewisse Gefahr davon ausgeht. Jetzt sage ich aber ganz ehrlich, die Aufgabe liegt eigentlich bei den Behörden dagegen vorzugehen. Nur die haben weder den Rechtsrahmen dafür, online zu handeln, noch haben sie die Kompetenz, solche Netzwerke zu erkennen. Und das ist das eigentliche Problem. Und deshalb sitze ich hier, weil ich auch weiß, welche Defizite es auf der anderen Seite gibt. Und ich bin dankbar für die Kooperation mit dem BSI. Die uns schätzen, auch gerade im Bereich der Wahlen, dass wir sichergestellt haben, nicht nur in Deutschland, ist es natürlich das BSI, aber wir haben Wahlen rund um den Globus. Ja, wir haben jetzt gerade die Wahl in Tschechien erfolgreich begleitet. Auch in den Niederlanden im März haben wir geguckt, dass nichts passiert. Wir sind in der Lage, ob uns das gefällt oder nicht, aber wir sind in der Lage, Angriffe zu erkennen und das wirklich teilweise in einem Stadium, wo Behörden noch nicht so weit sind. Jetzt haben sich einige bewegt in den Stühlen bei Ihrer Aussage, Herr Frey. Wenn ich das kurz einflechten darf, Frau Reuss, bei der Anerkennung dessen, was Sie tun, aber das Zitat ist verräterisch. Wir haben uns bemüht, dass bei den Wahlen nichts passiert. Das zeigt, dass Sie viel mehr sind als eine Plattform. Sie entscheiden darüber, was nach oben gespült wird, was präferiert wird, was abgestuft wird. Nein. Es ist ja Algorithmus. Wir haben unsere Verantwortung übernommen. Moment, darf ich ausreden? Manches geschieht vielleicht auch händisch, weil dahinter mittlerweile ein politischer Wille steht. Also nach meiner Auffassung bewegen Sie sich immer mehr in Richtung eines Medienunternehmens, das eine Art von Regulierung, wie die aussehen soll, weiß ich nicht. National ist sicher wichtig, dass die Ebene eine Rolle spielt, dass dieser Regulierung bedarf. Alles andere ist Ideologie. Die zweite Frage, die ich Ihnen stellen würde, ist, wie schnell sind Sie eigentlich? Wissen Sie, die Querdenkerbewegung nach 8 Monaten auszutrocknen. Das nutzt nichts mehr, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Sie müssen schnell sein. Ja. Sie müssen verhindern, dass es zu solchen Ereignissen wie den Sturm auf das Kapitol kommt. Das müssen Sie erkennen. Aber ist es unsere Aufgabe? Ist es unsere Aufgabe? Ich finde nicht. Ist es eigentlich Aufgabe der Behörden? Nur ich war so weit und habe gesagt... Was sollen die machen? Sollen sie die lahmlegen oder was? Wenn der Aufruf auf ihrer Plattform kommt. Aber wir sind doch keine Strafverfolgungsbehörde. Sie können doch nicht sagen, dass wir die Aufgabe haben, wir haben es als Verantwortungsbewusstsein übernommen, aber es ist doch keine Frage, dass es eigentlich die Aufgabe des BKA ist oder des Bundesverfassungsschutzes. Wie würden die Verleger wie würden wir reagieren, wenn so eine Anzeige mit so einem Aufruf erscheinen sollte? Wir sind eine Plattform, wo Menschen ihre Meinung äußern können, wo gestritten wird, wo Freude geteilt wird und so weiter. Da ist alles dabei, wie in jeder Familie auch. Da kommen Kontroversen auf den Tisch. Sie kennen vielleicht die Debatte auch. Selbst wenn zur Gewalt aufgerufen wird? Sie kennen vielleicht in Ihrer Familie auch, dass über Impfung beispielsweise sehr kontrovers diskutiert wird. Stuttgart 29, das ging durch Familien hindurch, die Debatte. Ja? Wir sind ein Medium, wo Menschen zusammenkommen,
können, eine Plattform, wo Menschen zusammenkommen und auch kontrovers diskutieren können. Und ich verstehe auch die amerikanische Haltung in gewisser Weise, bis zum gewissen Grad, dass man so eine Meinungsfreiheitsplattform auch braucht. Noch einmal, in Russland haben wir dafür große Probleme, weil die Behörden anderer Meinung sind. Die sagen, Nawalny ist ein Terrorist, der darf da keine Stimme haben. Wir sorgen dafür, dass der auch nach wie vor eine Stimme hat, weil wir sagen, in der Demokratie muss man das aushalten. Wir sind in einem sehr spannenden Bereich gerade angekommen, weil wir ja genau jetzt auf das Thema kommen, nämlich wie füllen wir das mit Werten. Und deswegen, Frau Reuss, Sie sind meiner Frage ein bisschen ausgewichen, aber es war ein spannender Aspekt, jetzt gerade auch Sie beide auch nochmal zu hören mit Ihren Positionen, Herr Frey, Frau Reuss. Ist Facebook ein Medienunternehmen oder kann es sich bar machen von dieser Verantwortung, zu sagen, man muss auch in diesem digitalen Raum eben mehr sein als nur eine Plattform, als ein Durchlauferhitzer vielleicht auch für diese gesellschaftlichen Debatten, die dann auch im Zweifel sehr heiß verlaufen. Genau, also wie ich gesagt habe, wir sind eine Plattform, wo Meinungen ausgetauscht werden, wo Menschen zusammenkommen. Wir wünschen uns eine Regulierung, wo der Nutzer für seine Inhalte haftet und nicht der Plattformbetreiber. Also der Plattformbetreiber, der keine Verantwortung hat letztendlich für diese Fragen. Genau. Das wird perspektivisch aber nicht funktionieren, weil auch Medien ja, also Frage Medium ja oder nein, ja. Ich verstehe sogar, wenn Facebook sagt, wir sind nicht Medium im klassischen Sinne. Ich glaube, es ist auch wichtig, da noch zu unterscheiden. Das bedeutet aber trotzdem nicht, wenn man quasi sui generis ist, dass man dann keine Verantwortung hat. Und es wird sich, glaube ich, auch nur substanziell was ändern, wenn in der jetzt diskutierten Phase am Ende eine Verantwortung an diese Art von Plattformen auch geknüpft wird, die auch tatsächlich mit Haftung verbunden wird, weil nur dann der Druck da ist, auch was zu ändern. Mit Blick auf die Zeit würde ich ganz gerne mit Ihnen allen noch eine kleine Schlussrunde machen. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über das Thema Selbstverpflichtung, über das Thema Verantwortung, auch über das Thema der Regulierungen. Das ganz große Thema dieses Kongresses ist das, was das Verbinden oder vielleicht auch Trennen ist. Wir haben, glaube ich, gerade beides gesehen. Ich würde gerne eine Schlussrunde mit Ihnen allen machen, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was überwiegt denn? Ist es das Trennende in der Verantwortung oder das Verbindende? Und wenn man es nach vorne guckt, was ist die Aufgabe, die sich jetzt vielleicht auch in der Zeit, in der wir sind als Medienmacher, stellt? Herr Bollmann, vielleicht wollen Sie anfangen. Das Verbindende überwiegt, weil das Verbindende überwiegen muss und ich ein Optimist bin. Die Aufgabe des Journalismus besteht darin, durch Aufzeigen von Konflikten Verbindung herzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir auch noch positive Aspekte sehen, nämlich weil auch junge Menschen durchaus Marken erkennen können, sich dafür interessieren. Und wir müssen diese Marken und den ehrlichen, guten Journalismus stärken weiterhin. Und das dann auf allen Ebenen, auch regulatorisch. Und sie werden dann auch gefunden und wahrgenommen. Definitiv das Verbindende, weil man mit gutem und verlässlichem Journalismus ja auch die Möglichkeit hat, bestimmte Themen in den Fokus zu rücken. Die Meinungsbildung kann dann ja trotzdem unabhängig erfolgen, aber diese Chance ist da und sollte man wahrnehmen und ist, glaube ich, gerade im privaten Rundfunk, der sehr integrativ wirkt, auch mit Blick auf die Kunden und Nutzer und ZuschauerInnen gut ausgeprägt. Definitiv das Verbindende. Wir verbinden Menschen jeden Tag. Denken wir an die Pandemie, Videotelefonie. Das hat, glaube ich, auch vielen in dieser schweren Zeit Mut gemacht. Und unsere Diskussion zeigt auch, es gibt noch eine ganze Menge, worüber wir sprechen könnten und auch eine ganze Menge auch an Kontroversen, die in Zukunft auch noch Antworten suchen. Ich darf Ihnen allen ganz herzlich für die Beteiligung hier an diesem Panel bedanken und dass Sie Gast waren auf dem Evangelischen Medienkongress. Und ich sage auch danke fürs Zusehen und hier geht es jetzt weiter im Programm.